Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country Tobacco Fields. Wir machen weiter mit Welt 6-3 Glatteistürmer. Das ist eine, ja, Welt, vor der ich ein bisschen Respekt habe. Wenn ich mich richtig zurückerinnere an das Let's Play von Domi, beziehungsweise an mich selbst, wie ich es zum ersten Mal gespielt hat auf der Wii U, kann ich mich daran erinnern, dass es eher ein von den schwierigeren Leveln waren. Aber schauen wir mal, ich es gebacken, ob wir es gebacken bekommen und wenn ja, wie wir es gebacken bekommen. Grafisch ist das schon mal sehr anspressend hier mit der. Wir Fassadenmauer. Oh Gott, hier kracht alles zusammen. Entschuldige mich, falls es ein bisschen müde klingt, nicht gerade, ich auch noch ein bisschen müde einfach bin. Längere Geschichte. Weil ich streame jetzt, ich nehme jetzt immer ganz früh auf, weil ich stehe immer nicht so früh auf. Und mit meiner Hündin, hey, in ihrer Gasse zu gehen. Was durchaus auch gut ist, so wie es ist. Und auf jeden Fall, ja, aber ich muss uns lassen, weil wenn ich eh eine Stunde früher aufstehe, habe ich es und das habe ich nachhaltig auch. Die Zeit, eine Hausaufgabe dafür zu machen, was durchaus praktisch ist. Man muss nicht am Vornachmittag am Vornachmittag machen, aber vor allem habe ich es halt, um irgendwas aufzunehmen. Und so nehme ich diesen, diesen Donkey Kong Part zum Beispiel am Montag, dem 18.06. um 6 Uhr. Oh Gott, 46 Grad auf. Als bis einen neuen Tag, wo ihr den seht, eben viel, viel früher. So müssen wir ein bisschen gleich so springen. Zum einigermaßen gut und gesickt. Weiter kommt, glaube ich, für alle Zusammenstürze. Das haben wir irgendwie so klar. Aber das geht eigentlich. Oder auch nicht, weil es so dumm ist, um da hoch zu springen. Ach, geh. Da habe ich hier extra nochmal ein Springer-Item hier. Also, ich bin Funky, der kann springen. Und mit dem hätte ich schon gebacken bekommen. Also, erst beim ersten Moment einfach mal anschauen. Und jetzt heißt es pure in Tatsache. Gut, dass ich jetzt ganz dass man dummerweise dort unnötige Pinguins auf unnötige Weise verliert. Einfach irgendwie so springen. Die dann zu sehen macht. Ist eigentlich. Nicht so schwer. Wenn ich nicht immer als Funky Kong versteckt ist und weiß. Gott, ich hätte da so hoch gemusst, oder? Ah. So, okay. Ich hasse dich. Gut, nächster Versuch. Come on. Ich habe jetzt total den zeitlichen Rahmen. Ich presse, wenn ich jetzt innerhalb von 20 Minuten Aufnahme sowas. Nichts zu backen bekommen hier am zwei Level, dann kommt eben in dem Part nur ein Level. Würde dann tatsächlich nichts helfen. Aber mal noch bin ich optimistisch hier, dass wir das hinbekommen. Und das, wie gesagt, Pilotprojekt, so also früh, ob das funktioniert, oder vielleicht ist es kurz dazu einfach gesagt, aber Ars Tunnel Sale, und ich bekomme nichts gebacken. Kann alles theoretisch passieren. Und jetzt sieht es eigentlich noch relativ in Ordnung aus. So. Okay, jetzt kommt der Part, wo es mir hier dran angeln muss. Nein! Junge, die Stelle ist doch so ätzend. Vor allem muss ich den ganzen Rest davon auch nochmal machen. Das sind halt einfach so viel Zeit, wo ich längst hätte viel besser investieren können. In die gesamte Sause hier. Aber yay.
muss das irgendwie logisch anstellen, dass es logisch da nach oben kommt. Wie auch immer ich das jetzt machen soll. Ich werde schon noch einen Weg finden. Aber die Idee, die dahinter steckt, finde ich halt schon mal echt geil. Von der Theorie, aber auch von der Umsetzung her. Das passt voll. Wenn ihr muss das Entwicklerstudio wirklich mal loben. Genau, das muss nämlich hier hin, dass ich dann nach hier hochspringen kann. Dann hier, dann hier, dann hier. Dann muss ich mit, bitte. Ach, das ist noch viel. Auch gut. Yay. Okay, das Level war eigentlich nicht schwer. Wir sind jetzt mal ein paar Mal in den Feld. Sagst du, bitte. Lass jetzt am Mitwerfler, komm Mitwerfler. Aber dann kommt das Ziel, ist auch gut, ne? So, und so noch schön, ich glaube, Ballon reingecrust. Ging auch voll das Level. Es gibt manche Level, die finde ich schwer, und andere Level, die finde ich wiederum nicht so schwer. Und das ist irgendwie so aufs ganze Spiel verteilt, was relativ lustig ist, tatsächlich. So, aber rein stürzen ins Gleis in Welt 6-4. Glaziale Fassheit. Glaziale Fassheit. Bestimmt hat es irgendwas mit Fässern zu tun, wenn ich nie mal Fass steht. Also ist nur mal eine weit krass für mir Prognose. Was da dran steckt. Ob da was hinter steckt, die werden jetzt sehen. So. Das der ist jetzt wieder ein ganz bisschen komplexer. Oh Gott. Na. Okay, Leute, das der werde ich so lange machen, bis ich mich überspringen kann. Und werde ich überspringen, ihr wisst es. Denn in dieser Art von Leveln, ihr wisst es, bin ich überhaupt nicht gut. Ihr wisst es. Die werde ich erst gar nicht gut. Diese Art Level werde ich erst gar nicht probieren. So lange machen, bis es ein Neuversuch bekommt. Wie ich das überspringen kann, Express. Ihr seht jetzt noch ein paar Runden, da überspringe ich das normalerweise mit dem Part, weil Donkey Kong schön hin oder her, aber das Level ist einfach nur der geilste Horror. Das ist auch gar nicht, was dem Video jetzt eigentlich für einen Titel gebe. Ich weiß es nicht, weil eigentlich hat bis jetzt nur so offscreen über irgendwelches Zeugs gelabert und wirklich krasses. Seht, das ist keine diese Art von Level nicht. Wirklich krasses ist im Ingame auch nicht passiert. Ich meine, okay, vielleicht irgendwie dieser fallenden Ruinen oder so. Weil während es so lustig ist, mich, dass ich die festkommen, wenn ich ganz mitspielt, bei mir ist es aber dann früh sogar noch dunkel gerade draußen. Ja, so, die Sonne geht gerade erst auf. Und da ist es natürlich, mit dem Lichtverhältnis noch nicht so optimal. Deshalb auch Rest dieser satten Gedöns ist, da dieses schwarze, flackernde. Ich habe das bis morgen mal einen Verdeckenfluter oder sowas hier reinstellen, weil ich habe einen, der macht ein bisschen mehr Licht. Und, das heißt, das ist durchaus ratsam. Ah, ich hasse diese Art von Level. Wirklich, das ist No Soak. Das sind ätzende Level. I hate them. Yeah. So, whatever. Das Video kommt, keine Ahnung, klarmäßig um 15 Uhr hoch. Aber es ist trotzdem an sich eigentlich erst geiler, dass ich es einfach in der Früh aufnehme, weil da weiß man, ah fuck, man hat schon was, aber boah. Vielleicht streame ich auch demnächst mal in der Früh oder mach beides, das muss man schauen, weil theoretisch sind mir alle Türen offen. Wenn ich noch eine halbe Stunde früher aufstehe, habe ich nochmal Zeit aufzunehmen, etc. Das hat schon was. So. Und hier seht ihr eben mal meine Qualitäten. Also Spritz. Früh wird jetzt immer was geben, weil da habe ich einfach besten Zeit auszunehmen neben Abend. Soll tagsüber muss ich mich einfach über Mira mit Mira kümmern und Schule und so weiter. Dabei war es halt für den Stream, aber nicht für mehr. Und abends nehme ich es immer auf und streamen tue es weiterhin. Manchmal nachmittags, manchmal abends und spät abends um 10 nehme ich immer ein Video auf. Meistens aber nehme ich mir jetzt vor und das andere Video nehme ich eben jetzt immer da früh auf. Und das passt dann ganz schön. Wie gesagt, schauen wir, dass das dann alles funktioniert. Wird sie das in einigermaßen guten Rhythmus bekommen mit den Videos. So 2 bis 3 Videos am Tag. Schau es jetzt in den nächsten Wochen, inwiefern das funktioniert. Und ist die ein gutes Thema aufbau, weil es eh bald wieder Sommerferien sind. Ne, ich meine, jetzt schauen wir mal, dass jetzt diese nächste Woche klappt. Da bin ich eh eine Woche
von Montag bis Freitag ein Ferienlager, im Zulager Sudanheim. Da gibt's aber vorproduzierte Videos, die ich tatsächlich so produzieren bin. Beziehungsweise ein Kollege von mir macht da ein tolles Projekt, während ich weg bin. Was nur einfach instant zweimal am Tag kommt, was dementsprechend die meiste Wartezeit füllen sollte. Und das mit einem anderen coolen Projekt bekommen wir das dann hin. Bin ich dementsprechend doch ein ganz zuversichtlich, dass wir es hinbekommen. Weil ein Kollege von mir, den gibt es das Aufnahmeset schon einen Tag vorher, aber dass er genug Zeit hat, das aufzunehmen. Kann man das Level jetzt aber machen? Muss man das erste Game Over haben, das noch tausendmal versuchen, damit man es überspringen kann, oder wie? Finde ich jetzt noch nicht so toll. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, zwei Wochen probiere ich es jetzt hier, wie jetzt den Rhythmus ranzufinden, damit es eh erstmal eine Woche in Sportwoche. Ne, das ist dann die Woche, wo ein Kollege von mir wieder das hochladen wird, die mal außer Upload-Planmäßig kommt. Da weiß ich auch so genau, welche ich so nehmen werde. Und yay, ich kann es überspringen, Halleluja. Ich glaube, jetzt kann ich das schon überspringen, ne, wenn mich jetzt alles täuscht. Kann ich jetzt ins nächste Level gehen, was sehr gut ist. Beziehungsweise besser gesagt in Funkys Krimskramskiste. Was mir Angst ist, meiner Loop-Mäßigkeit doch und sehr zu setzen kommt, weil ich brauche nämlich Ballons. In dem Expressen öffnet sich dieser Weg gerade richtig schön passend. So kann ich das wenigstens in dem Part noch machen, damit er wenigstens diese 10 Minuten lang ist. So. Machen wir mal. Ich meine, ich habe eh Geld hier. Machen wir mal 12 Stück. Jetzt habe ich wieder ein paar. Das ist ganz angenehm. So. Jetzt, morgen im nächsten Part geht es dann weiter mit Welt 6.5. Und by the way, was ich noch sagen wollte. Ne, falls ihr erst wundert, ein Upload-Plan, was habt Donkey Kong, was jeden Tag dran steht. Ich will das fertig bekommen. Und das ist nicht mehr viel. Das ist der Part hier. Und ich glaube noch einer. Vielleicht. Dann sind wir durch mit diesem Projekt. Und das ist dann zwar eine kleine Entlastung. Weil dann ich die anderen Projekte, wie Hyrule Warriors zum Beispiel und so weiter, wieder aktiver und mehr bringen kann. Weil dadurch, dass Mirai Stars muss dann ein bisschen abspecken. An Videos dann nicht hochlade, wie viel ich hochlade, weil ich einfach weniger Zeit habe. Aber so bekomme ich das trotzdem hin. So, jetzt sage ich danke fürs Zuschauen von dem Video. Macht's gut. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten. Was auch immer ich mache. Haha, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.